楽しめそうじゃん。Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Street Fighter 6 Video. Wie ich sagte, es wird sehr viel Street Fighter 6 jetzt auf diesem Kanal folgen. Und wir beginnen jetzt mit dem Arcade Run mit Yuri Han. Und ich mache das aber nicht wie im Launch Day Stream. Moment. Wie kann ich das ändern? Ah, da kann ich es ändern. Und ja, wir werden hier mit Yuri Han den Arcade-Mode starten. Und ja, let's fucking go! There's this chump I always wanted to kill. Moment! Warum spricht sie Englisch? Ich habe Japanisch eingestellt. And wouldn't you know it? The guy apparently went and kicked the bucket. Ich glaube allgemein sprechen die dann alle Englisch. I don't feel even the slightest bit happy about it. He took one of my eyes. I'll bash his skull in. Ja, Yuris Auge wurde nämlich in Teil 5 gleich am Auge weggenommen von Teil 4. Das heißt, sie hat eine neue Engine drin. Was jetzt mit ihr ist, keine Ahnung. Tja. Why am I so freaking pissed off? I mean, ha, for real. I mean, ha. Damn it. Japan. Okay. In-game sprechen die anders. Alles klar. Okay. Then let's go. Ich muss mich ein bisschen noch mal einspielen. Street Fighter 6 ist jetzt nicht so leicht. USA. USA. Immer schön lächeln. Bin ich, glaube ich. Gut. Das war gut.
Okay. Das ging noch in Ordnung. Punish Counter. Ja, mit der Feng Shui Engine bin ich noch nicht so bereit zu kämpfen, aber ich muss das ja auch gar nicht benutzen. Ne? Wichtiger ist, dass ich irgendwann den Drive Bash benutze. Hä? Was willst du denn? Ne? Die Face Impressions sind so gut, ey. Oh, scheiße. Ja, Jumping Medium Punch ist so gut bei ihr. Das ist echt super. Weg! Gladiatoren sind früher ständig abgekratzt und ich habe einen Platz in der ersten Reihe. Ach, Judy. USA. Ich mache hier alle. Make it a scrap heap. Yes! Ausgeburnt. Okay, Jimmy. Come on. Let's go, baby! Weg mit dir! Oh, das war gut. Das war gut, Jimmy. Das war gut, Jimmy.
Aber Jimmy, du warst nicht gut genug. Ja, Crunching Hard Punch into Pinwheel ist an sich doch ein echt guter Brecher, aber das muss man vorher schon machen, glaube ich. Die wird die Tierbehörde melden. Oha! USA. Hallo, Ken. Hallo. Don't expect me to be a pushover. Round one. Fight. Okay. Okay, let's go. Ah, der Crunching Hard Punch, den muss ich eigentlich in mein Repertoire besser einbauen, aber ja. Da hätte ich ihn punishen können. Ist. Oh man! Bye, 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 bye. Und weg ist er. Ah, gut, dass ich das diesmal drauf habe. In der Closed Beta war das relativ schwierig noch für mich. Jetzt, wo dein Leben im Trümmer liegt, bist du noch viel süßer, Mr. Ex-Champion. Judy, du willst doch wohl nicht auf Ken Masters stehen, oder? Ah, einer der Charaktere, die mir gleich von Anfang an sehr sympathisch waren. Manon. Okay. Hat mein Fuhrerstock denn? Darauf muss ich immer noch mal achten. Nee, Fuhrerstock muss ich glaube ich noch machen. Ah, ne? Oh, das ist nervig. Combo Baby! Back. Judy wins. Ich will kein Geheule hören. Du bist doch groß und stark, oder? Immer dieses Buhahaha. USA. Oh. Das Sean-Spiel. Oh, Basketball. Oh mein Gott. Ein Basketball. Parry the ball. Let's come on. Come on. Das ist fies. Einen habe ich nicht geparried. Yeah. Der eine Schwarze, der war fies. Ah. United Kingdom. Oh, Cammy. Oh, was willst du denn? Oh, keine Gnade für mich.
Na denn. Alles, come on. Oh shit! Gyro Drive, Smasher! Also, Cammy, du gehst ja voll, ne? Okay, das habe ich verbockt. Right. Who's next? Right, who's next? Am Arsch. Oh, das war schnell. Okay, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Okay, grab the shit out. Oh, fuck. Fuck. Cammy. Cammy wins. Also ich wusste, dass ich irgendwann verliere. Wenn du etwas über Shadaloo, Überbleibsel weißt, Yuri-Han, dann nur raus damit. 9, 8, 7, 6, 5, okay, Yuri. Oh, hallo. Einmal zur Kamera, Baby. Okay, let's go. Weg. Aber ich meine, ja klar, ne? Also. Okay. I break you, baby! Woo. Du hattest auch noch richtig genug Spaß, oder? Das Spiel fängt gerade erst an. Tiang Hung Yan, ja, das ist einer meiner Lieblingsarenen. Ich weiß nicht, ob es jetzt Chun-Li ist. Aber das ist wirklich geil. Round 2, fight!
Guter Andi, ja. Ohne X, Baby. Let's go. Da nutze ich das. Was ist los, junger Mann? Du hast doch sonst so eine große Klappe. Ja, ja. Hey. Stage 11. Das wird jetzt krass. Weg mit dir, Baby! Woo! Let's go, babe! Also Johann, du warst ja gar nichts. Oder Johann, ja. Bist du Shadaloo-Überlebender, alter Mann? Irgendwas an dir gefällt mir. Ah. Fight your rival! Juri-Han. Geiles Artwork. Wow. Even without the existence of Shadow Moon, I see you can't help but find ways to get your hands dirty. Like you're one to talk, Agent Chun-Li. Bison did it, and that's it. Daddy's avenged. Time to retire. If revenge is all you were after, you have no reason to continue down your path of wickedness. Hmm. In a way, you two are one of Bison's victims. Ja, das stimmt. You must atone for the crimes you've committed. But it's not too late for you to change your ways and... Jeez, I forgot how good you were at putting me to sleep. I ain't atoning for squat. If you're expecting me to learn something, you're gonna have to lecture me way harder than that. Ah. Let's go, baby. Ah ja, die haben jetzt Special. Wir haben jetzt Special Dialog mit dem Kampf. Okay, das geht gut ab. Okay.
Du hast mir mein Finale versaut, Chun-Li! Ja, dieser Dialog ist eigentlich an Yuri gerichtet. Wenn du es nie verstehst, wenn du es nicht verstehst, wirst du es nie verstehen. Naja. Der Fall ist noch nicht abgeschlossen. Du kannst weiter weiteren Spaß sicher kaum erwarten. You two are one of Bison's victims. Man, I hate her so freaking much. Tja. Meine Damen und Herren, das wär's dann mit dem Arcade Run von Jurihan in Street Fighter 6. Da wollen wir noch mal gucken, was wir freigeschaltet haben. Thanks for playing. Bitte sehr. Congratulations. Giftvergleich. So wüsste ich in Fähigkeiten. Highscore-Neuling. Highscore-Experte. Okay. Die Punktzahl wurde erfolgreich hochgeladen. Naja, okay, ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige. Okay, Street Fighter 5 Artwork für Champion Edition. Special Artwork. Purple Smoke of Deception. Han Juri von Hiroaki. Ah, dieses Chun-Li Artwork kennt man eigentlich. Ja, Akiman. Ja, Ikeno, aber auch gutes Artwork. Ah, erstes Artwork für Street Fighter 5. Jo. Ikeno. Oh, das ist aber süß. Ist das für Puzzle, wahrscheinlich für Super Puzzle Fighter. Ah, Honda, neues Artwork. Street Fighter 5. Das ist ein Special Artwork von Bengus für die Street Fighter. War das Arcade Edition? Nee, da muss schon. Ja, da muss noch Arcade Edition sein, weil da sehe ich Lucia, Poison. Ja, das sind jedenfalls die Girls. Ja. Ah. Shinkiro. Geiles Artwork. Aber ich weiß nicht, für was das nochmal war. Ah, Chun-Li. Von Akiman. Akiman. Das könnte wieder, ja, Shinkiro, das ist wieder wahrscheinlich Capcom vs. SNK2. Das sieht stark danach aus. Das ist aber lustig. Bengus. Ja, Bengus hat durch die Bank verschiedene Artworks gehabt. Daichan. Das sieht lustig aus. Ah, erstes Artwork von Street Fighter 5 für Ken. Ah, neues Artwork für, also, ja, also Artwork für Street Fighter 5, Season 1, geil. Okay. Okay, meine Damen und Herren, das wär's dann. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und einen Kommentar. Und wenn euch nicht nur mein Street Fighter oder gar Fighting Game Zeug gefällt, dann lasst ein Abo da und ringelt deine Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Und wir sehen und hören uns, wenn es wieder heißt, wir kämpfen dort, wo es am meisten schmerzt. Und zwar auf der Straße. Bye, bye.